zu eiser froh, für viel Sprachen gege schwarz. Oh, über 6000 Sprachen kann er. An vielen Sprachen, die gehen von ganz vielen Millionen Leuten geschwärt. An vielen Sprachen nehmen ein paar von ihnen. Also, hier steht Namaste. Was er noch? Das haben wir ja dann immer gesagt, wo wir mit dieser Meditation fertig waren, mit diesem Yoga. Ne? Den Namaste. Ja, es gibt immens viele Sprachen natürlich an weite Länder, also an ganz viele Länder geschwärt. Und das kann natürlich auch ein bisschen schwer gehen, für die Leute, dass die Leute sich rumfangen. Bei 6000 Sprachen kann der sich vorstellen, 6000 Sprachen über ganz Welt, das ist wirklich immens viel. Weil ganz viele auch verschiedene Versionen sind. Kann ein Spruch sein, wie zum Beispiel hier in Lützburg, schwätzen in Lützburg mehr am Norden von unserem Ländchen, schwätzen sie schon ganz ernst das. Oder bei der Mosel schwätzen sie schon ganz ernst das. Ne? Also da könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr weit weg den Flieger muss holen für einen anderen Länder, wie viele Sprachen, wie viele verschiedene Versionen von einer Sprache gibt. Ganz interessant, die Frau. Tipptopp. An die nächste. Aha. Oh, hier ist John an der Stopp gemacht. Und da hier ist schon noch gemacht. Dann. Oh, hier auch. Oh, das sieht aus, wie wenn das Eis, dass man Wasserfall wäre. Gehen wir ein bisschen weiter. Was ist das da? Ah, passt ja, neues Thema. Tja, was ist der Sinn vom Recyclieren kann? Da sieht man natürlich den Recyclierzeichen, gell? Und hier sind verschiedene Farben. Tja, für was recyclieren wir? Was ist der Sinn davon, Akana? Das passt so richtig ungegossen an unser Thema. Aber dann, bis Freitag.